aus der Sommerpause, meine Damen und Herren. Auch 12 Wochen gehen rum. Wir sind wieder da, liebe Zuschauer. Und wenn man ehrlich ist, andere behaupten was anderes. Aber ich sage, wir haben ja nichts verpasst. Der Wahlkampf ist ja erst diese Woche richtig losgegangen. Mit dem Kanzlerduell, das alles auf den Kopf gestellt hat. Hier, neue Forsa-Zahlen zur Kanzlerfrage. Vor dem Duell 56% für Merkel, schlappe 21% für Steinbrück. So, nach dem Duell Merkel nur noch 55 und Peer schießt hoch auf 23, meine Damen und Herren. Die SPD ist weg. Ja, sagt man sich bei der SPD. Das ist nicht mein Jubel. Ich habe mir nur den Jubel der SPD vorgestellt. 23%. Jetzt bloß keinen Fehler machen, dann ist wieder alles möglich. Da da di da 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 da. Ich mach mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt. Sag mal, wieder, wie doof kann man sein? Ohne Not, Pippi Nahles diese Woche im Bundestag. So. Kommen wir zurück zum Duell. Wer ist denn jetzt der Sieger vom Kanzlerduell? Angela Merkel, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Die Kanzlerin hat ja 90 Minuten lang, ja, sie, im Grunde hat sie inhaltlich, also was sie geschafft hat, ist, sagt sie. Was wir jetzt geschafft haben in diesen letzten 4 Jahren, das ist ja wirklich relativ sensationell. Schatz, wie war ich? Relativ sensationell. Ne? Ja, haben Sie es gehört? Die Kanzlerin findet ihre eigene Arbeit relativ supi. Und dann kam der Hammer, dann hat sie nämlich in ihrem Schlusswort das gesamte Parteiprogramm der CDU in 2 Sätzen zusammengefasst. Sie kennen mich und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Ja, mehr ist nicht. Ja. War das nicht süß, wie sie da uns Bürger zum Bubu machen geschickt hat? Ja, sie kennen mich. Was ist das für ein Argument? Die kenne ich, die wähle ich. Ja klar kennt man die. Die Frau ist seit 1000 Jahren im Fernsehen. Die war sogar schon beim Glücksrad. Ich nehme ein N wie Nora und ein E wie Erwin. Magdeburg, Ort Magdeburg? Magdeburg, würden Sie sagen. Wahlrecht ist es richtig, Emma Magdeburg. Ja, richtig, Magdeburg, meine Damen und Herren. Ja. Sehr alter Ausschnitt. Ja. Sie merken, vor 21 Jahren hat die Frau noch erfolgreich Aufgaben gelöst. Ist sie heute ganz weg von. Muss sie ja auch gar nicht mehr. Ich sage immer, solange die Wirtschaft brummt, da fragt kein Schwein nach bankrotten Kommunen oder schleichender Geldentwertung. Da musst du als Kanzlerin nicht mal mehr dein Gesicht plakatieren. Hier, da reichen die Hände. Das größte Plakat der Welt diese Woche in Berlin enthüllt. Ja, natürlich, Inhalte waren gestern. Körperteile sind jetzt gefragt. Und ich persönlich war sehr gespannt, mit wem die SPD da plakativ kontert. Sie haben richtig geraten, selbstverständlich mit Sigmar Gabriel, meine Damen und Herren. Und ich... Ich bin mir sicher, dieses Bild wird Deutschland spalten, meine Damen und Herren. Angeblich, habe ich in mehreren Zeitungen gelesen, ist es jetzt wieder total spannend im Wahlkampf. Behaupten exakt dieselben Journalisten, die Steinbrück seit einem Jahr in Grund und Boden schreiben. Aber klar, das sehe ich auch so. Steinbrück war eindeutig der Bessere im Duell. Er hat nicht über Weißwein gesprochen. Und er hat gar nicht erst auf Fragen gewartet, sondern sich einfach selber welche gestellt. Das spart enorm Zeit. Was ist mit der Finanzlage meiner Kommune? Was ist eigentlich mit den Aufstiegschancen meiner Kinder? Was ist mit meiner Alterssicherung? Wie wird eigentlich diese Energiewende gestaltet? Was ist mit unserer Infrastruktur? Was ist mit der Pflege? Wie sieht es aus? Wie sieht es mit meiner Zukunft aus? Ich weiß es doch auch nicht mehr. Ich weiß es doch nicht. Ja. Ja. Also, wenn ich jetzt überlegen müsste, deine Zukunft, ich vermute, du hast die nächsten 16 Tage noch sehr viele Termine und dann nach dem 22. wieder ganz viel Zeit. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, denn das Problem der SPD, das wissen Sie, ist ja nach wie vor, dass sie Wahlkampf machen müssen gegen ihre eigenen Ideen von früher.
Rente mit 67 zum Beispiel. Obwohl, in dem Fall gibt es ja neuerdings eine sehr plausible Erklärung. Uns kann man zum Vorwurf machen, dass wir die Rente mit 67 einfach eingeführt haben, ohne vielleicht zu überlegen, ob das überhaupt funktioniert für die Menschen. Ja. Das wäre übrigens auch ein astreiner Slogan. SPD. Hätten wir mal vorher überlegt. Ne? Aber gut. Hinterher ist man immer schlauer. Ja. Also, ich fand, Steinbrück war besser, aber ganz ehrlich, beim Kanzlerduell, bei diesem Duell, ist für mich nicht ein überraschender Satz gefallen, der mich hat aufhorchen lassen. Nur einmal. Nur einmal ist der Frau Merkel, wenn man richtig hinhört, was sehr Böses rausgerutscht. Da es sich unter Journalisten eingebürgert hat, dass man sozusagen die höchste Steigerungsstufe wählen muss, damit man sie auch überzeugt, sage ich, allervollstes Vertrauen, allervollstes Vertrauen, allervollstes Vertrauen, dass ich diese Koalition mit der FDP fortsetzen möchte. So, nochmal zum Mitschreiben. Angela Merkel hat vollstes Vertrauen zur FDP. Wissen Sie, was das bedeutet? Und da sage ich doch einfach mal vielen Dank an Angela Merkel und Philipp Rösler, dass sie diesen kleinen Spaß mitgemacht haben.